Geld. 100 zum ersten, 100 zum zweiten und 100 Euro ist schon der Hammer. Hallo und herzlich willkommen zu There You Go TV. Wir sind heute beim Audi Familientag im Carpark Audi Ahrensburg. Hier findet heute eine Auktion statt. Auktionator ist kein geringer als John Ment. Und unter dem Motto Leistung bieten, Spaß steigern, kann heute hier ein Audi A2 für einen guten Zweck ersteigert werden. Und der Erlös dieser ganzen Aktion geht zugunsten von Hörer helfen Kindern. Wir sind wie immer live im Geschehen, schauen mal, was da drin alles so passiert und wünschen euch dabei viel Spaß. Used to be renowned, used to play the town, used to let any kind of friend around. Used to recreate, used to come home late, used to yell if you stayed out too late. I know I hurt you. Used to improvise, used to rationalize, used to face your face and tell your lies. Used to run a scam, used to be a sham. Sportlich, frisch, jung und dynamisch und das schon am frühen Morgen und dummerweise auch noch auf einem Samstag. Ich bin ja gerade froh, dass ich gestern Abend nicht feiern war, weil dann hätte ich nämlich jetzt noch Restalkohol und würde wahrscheinlich hier eher so rumhabbeln, aber jetzt haben wir auch genug geübt. Ich möchte mich jetzt mal ein bisschen an der Karrierebahn rumspielen und hoffe, ich finde mal einen würdigen Gegner. Wir schauen uns mal um. Ich habe jetzt hier den Meistern die ganze Zeit zugeguckt, weil ich glaube, man lernt immer von den Besten. Die heizen hier durch die Gegend. Ich versuche es auch mit meinem gelben Flitze Audi, habe aber das Gefühl, der ist ein bisschen langsam. So, jetzt bei mir der wichtigste Mann, glaube ich, an dem heutigen Tage, John Ment von der Radio Hamburg Morning Show. Die heutige Auktion ist, so wie ich mitgekommen habe, für ein kleines Mädchen. Kannst du uns da ein bisschen Näheres noch dazu erzählen? Ja, wir haben eine 8-Jährige aus Jenfeld, die heißt Marcia und die ist schwer körperbehindert. Die wiegt 30 Kilo, kann sich kaum selbst bewegen, hat spastische Lähmungen und ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Das ist eigentlich unglaublich. Für die Mutter auch, die das Kind dann immer hochheben und tragen muss. Und das ist natürlich kein Dauerzustand. Und deswegen wollen wir heute diesen Audi A2 hier versteigern, um möglichst viel Geld zusammenzukriegen, damit wir ein behindertgerechtes Auto für die Familie kaufen können. 8.000. So, und jetzt bei mir der Jens. Jens ist der glückliche Ersteiger dieses wunderschönen Autos Audi A2. Jens, wie viel musstest du hinblättern? 8.100 Euro. Das ist fast ein Schnäppchen, oder? Ich meine, für so ein wunderschönes Auto? Das ist auf jeden Fall wert. So, und jetzt bei mir eigentlich der Mann, der das Ganze ins Leben gerufen hat, der Chef von dem Carpark Audi Ahrensburg. Wie fühlt es sich an nach so einer erfolgreichen Veranstaltung mit so einem gigantischen Scheck? Ja, wir sind total begeistert. Die Hörer haben wirklich super mitgemacht von Radio Hamburg. Unsere Kunden waren auch zahlreich vertreten gewesen. Alle haben gut geboten. Ein Riesenspaß und für Hörer helfen Kindern mit der sozialen Verantwortung, die wir auch hier im Audi-Zentrum Hamburg und im Carpark Audi Ahrensburg leben, sind wir mehr als glücklich, die Summe von insgesamt 10.000, knapp 200 Euro zusammenbekommen zu haben und sie dann nochmal aufgestockt, damit auch der Familie Valjan, ja, es gelingt, dieses Fahrzeug jetzt zu kaufen, was sie dringend benötigen. So, das war unser Bericht vom Audi Familientag aus dem Carpark Audi Ahrensburg. John Ment war mit am Start und er hat einen mega Job gemacht, denn dieser Audi A2 da hinter mir, er ist unter den Hammer gekommen. Das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, wir haben das Geld zusammen, um die Familie Valjan zu unterstützen. Die Tochter ist ja leider an einen Rollstuhl gefesselt. Ab jetzt ist sie etwas mobiler, denn wir können ihr jetzt von dem Erlös ein Auto kaufen, was behindertengerecht ist, sodass sie wesentlich entspannter von A nach B kommt. Auch wir sind nicht als leer ausgegangen. Ich habe
habe eine mega coole Kappe bekommen. Sage Dankeschön an dieser Stelle. Audizentrum Hamburg hat mal wieder ein mega Event auf die Beine gestellt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei There You Go TV.